Ho, 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 wart ihr denn auch dieses Jahr alle brav? Hi zusammen, Ingo hier. Jetzt muss ich mich heute mal beeilen, weil hier wird mir gerade ganz, ganz, ganz schnell warm. Es geht darum, ob ihr alle brav wart oder ob ich Knecht Ruprecht holen soll. Euer Protagonist, Schrägstrich, Antagonist des Jahres. Ich halte das hier nicht aus. Ich muss das ändern. Besser. Euer Protagonist, Antagonist des Jahres. Fangen wir mal ganz klassisch mit einem Protagonisten an. Und zwar habe ich mir ausgesucht Rincewind. Aus der Terry Pratchett-Reihe Die Scheibenwelt, beziehungsweise Rincewind, wie ich erfahren habe, ich habe ja erst den ersten Teil gelesen, hat eine eigene Reihe innerhalb der Scheibenwelt. Rincewind ist ein Magier, der etwas sehr durchgeknallt, scheu, ängstlich, so ein kleiner Schisser ist und immer nur Panik schiebt und grundsätzlich in jede Falle tappt. Ich sehe gerade, ich habe das falsche Buch in der Hand. Das ist der zweite Teil. Also, ne? So viel zu Rincewind, dem kleinen, schusseligen Trottel. Dann, nicht schusselig, dafür extrem liebenswert, aber auch genauso durchgeknallt, nicht genauso, auch ziemlich durchgeknallt. Amanda Farrell, eine meiner neuen Lieblingsprotagonistin, glaube ich, aus Crimson Lake. Sie hat hier ihren ersten Auftritt in dieser neuen australischen Thriller-Reihe. Ich habe zu Crimson Lake auch eine Buchvorstellung gemacht, die sich in jedem Fall lohnt, sich mal anzugucken, weil ich erzähle jetzt nicht nochmal was über Candace Fox oder Crimson Lake. So, das waren die zwei netten Herrschaften und wo was Nettes ist, ne, darf ja auch was Fieses nicht fehlen. Und so der liebenswerte Bösewicht war dieses Jahr bei mir unangefochten auf Platz 1 Count Olaf. Also Graf Olaf wird er dann, denke ich mal, auf Deutsch heißen. Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events, The Bad Beginning, habe ich gelesen. Das ist der erste Teil der Serie, die unter anderem auch auf Netflix lief. Oder die Verfilmung mit Jim Carrey. Ein Schauspieler, der in seiner abgeranzten, runtergekommenen Villa lebt, mit seiner sehr merkwürdigen Schauspielertruppe dort immer probt und Stücke vorbereitet. Und der gute Mann wird gestört. Der gute Mann wird gestört, und zwar von drei Kindern, von den Balderdares, die ihre Eltern verloren haben und die jetzt ausgerechnet ihm auf den Wecker gehen. Unfassbar. Unfassbar tolles Buch. Eine unfassbar tolle Geschichte, wie ich finde. Das Hörbuch, was ich auch nebenbei gehört habe von, mit Tim Curry, habe ich an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. Mein Gott, also das war auch tatsächlich mein Hörbuch des Jahres. Unter anderem. Fantastisch. Mein Bösewicht, der sieht ja auch schon fies aus, oder? Also liebenswert fies, finde ich. Graf Olaf. Meine kleine schnucklige Wahl an Protagonisten / Antagonisten. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr brav wart oder unartig wart. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.